Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich mit Ihnen, mit euch mal ein paar Punkte besprechen, die ich gerade bei unseren Kunden und in den vielen Gesprächen, die ich habe, immer wieder beobachte und merke, nämlich die Fragestellung, was passiert jetzt gerade mit den Mitarbeitenden, wenn sie denn ins Office zurückgeordert werden. Da gibt es dann Fragestellungen, wir haben jetzt von ganz oben eine Anweisung bekommen, 50% mindestens hier im Office. Und die Frage, die sich daraus ergibt, was passiert denn dort jetzt mit Hybrid Working? Wie sieht das aus? Und ich habe dort für Sie, für euch mal 9 Fragen zusammengestellt, die man sich in diesem Zusammenhang ganz, ganz einfach mal fragen sollte oder einfach mal reflektieren sollte. Die Frage, das werdet ihr gleich merken, die sind nicht trivial, weil sie ein oder andere bedingen, sind auch nicht nur der Technologie geschuldet, sondern sind auch der Organisation geschuldet und auch der Idee geschuldet, wie können wir denn wirksam die neue oder eine andere Art der Zusammenarbeit pflegen, in der die Komponenten, die für uns wichtig sind, alle eine Rolle spielen. Und die 9 Fragen, die möchte ich mit Ihnen, mit euch jetzt mal auch durchsprechen. Und dabei verstehe ich die erste Frage als eine der spannendsten und ich hoffe eine, die bei Ihnen, bei euch natürlich schon vielfach diskutiert wurde und über die auch Klarheit herrscht, nämlich die Frage, welche wertschöpfenden Leistungen erbringt Ihre, eure Organisation denn gegenüber euren Kunden? Das heißt, was ist der Nutzen, den ihr stiftet und für den eure Kunden auch bereit sind, Geld zu bezahlen? Und wenn das klar ist, wenn dort Klarheit herrscht, dann ist der nächste Schritt nämlich, von wo aus wir diesen Nutzen wirksam stiften können, nicht mehr so groß. Weil dann ist es manchmal total egal, von wo aus denn ich jetzt arbeite und von wo aus ich oder wir unseren Teil zu diesem Nutzen beitragen. Das muss und kann man natürlich und sollte man natürlich auch nochmal hinterfragen. Passiert das denn wirksam? Aber sobald diese Frage klar ist, weil wir ein gemeinsames Verständnis haben, weil wir das vielleicht auch immer wieder mal hinterfragen und schauen, hat sich denn das Bedürfnis unseres Kunden verändert, brauchen wir dort jetzt dort einen anderen oder ergänzenden Nutzen stiften. Weil sich diese Frage geklärt hat, ist es, ja, es sind die nächsten, denke, einfacher zu beantworten. Also erste Frage, welchen wertschöpfenden Nutzen stiftet denn Ihre, eure Organisation für eure Kunden? Eine Ergänzung dazu, die Frage lässt sich natürlich auch im Bereichs- und Abteilungskontext stellen. Welchen Nutzen stiftet unsere Abteilung vielleicht für eine andere Abteilung, sodass bei der anderen Abteilung Leistung entstehen kann? Auch das ist eine Frage, die in diesem Zusammenhang der Leistungsgenerierung natürlich auch passt. Die Verbindung mit Wertschöpfen ist immer wichtig, denn ganz oft wird Leistung auch darin verstanden, dass man einfach irgendwo aktiv ist und nur aktiv zu sein und dass die Wertschöpfung mit einbezieht. Daraus entsteht natürlich in dem Moment keine Leistung. Die Frage, was ich immer wieder beobachte, ist, dass hybrides Arbeiten oder mobiles Arbeiten oder Arbeiten in unterschiedlichen Szenarien verstanden wird als entweder sind alle im Office oder entweder haben wir hier das Office oder das Homeoffice und dort handeln wir unsere Teams-Sessions, unsere Teams-Sitzungen, unsere Zoom-Sessions, unsere Google Meet-Session, was auch immer ab und that's it. Also das ist so momentan ganz oft die Range an hybriden Arbeitsszenarien, die ich so beobachte. Und da gibt es natürlich noch ganz, ganz viel mehr. Und die zweite Frage, die darauf abzielt, ist natürlich,
Kennen Sie die? Kennt ihr die? Könnt ihr die einschätzen? Und sind die für euch relevant? Also das geht dann natürlich auch in Richtung der Technologie, aber natürlich auch in Richtung der verschiedenen mobilen Szenarien. Und in einem der potenziellen Szenarien stehen wir ja hier. Und wenn ihr hier rechts und links schaut, dann sind wir hier in einem angedeuteten Regenwald. Ihr hört vielleicht auch das Vogelgezwitscher im Hintergrund. Und hier mal eine Session abzuhalten mit dem Team und vielleicht auf neue Ideen, neue Gedanken zu kommen, könnte auch ein relevanter Arbeitsort, Arbeitsbereich sein und mal ganz anderer als nur im Homeoffice und nur im Homeoffice eine Videokonferenz gestattet. Also das ist so die zweite Frage. Welche hybriden Szenarien, Arbeitsszenarien kennt ihr? Gibt es noch? Und sind die denn für euch auch relevant? Das relevant mündet gleich in die dritte Frage natürlich hinein. Denn wenn es ein Set, ein Pool an verschiedenen hybriden Arbeitsszenarien gibt, sind die für uns relevant? Und wenn ja, wie können wir die denn wirksam nutzen? Also dort, und das wird auch noch eine spätere Frage sein, immer wieder mitgedacht, was ist denn der Kontext? Sind wir in dem Kontext gepaart mit einem, nehmen wir hier wieder die virtuelle Realität, wirksam und können wir das wirksam nutzen? Und die Ideen dort zu generieren, dort Gedanken zu machen, das erweitert das gesamte Modell des hybriden Arbeitsplatzes, der hybriden Arbeitsszenen, Szenarien. Die Frage ist eine ganz wertvolle, die man sich in dem Zusammenhang auch stellen sollte. Und natürlich ganz klar, ein wichtiger Punkt, wir sind bei der Digitalisierung, da ist letzte Woche erst eine Studie rausgekommen, in Europa an vorletzter Stelle, noch vor Albanien, Juche. Also ist natürlich eine ganz legitime Frage, wie schaffen wir die technischen Voraussetzungen? Also wie können wir mit Technologie denn diese verschiedenen hybriden Arbeitsplatzszenarien bedienen? Und wie schaffen wir insbesondere auch, dass wir persönlich mit dem, was wir an Wissen, an Erfahrung haben, diese verschiedenen Szenarien auch bespielen und bedienen können? Das ist dann ein Thema, wen müssen wir auf welche Art und Weise denn ausbilden? Welche Mitarbeiterin in welchem Szenario entfaltet hier besondere Wirksamkeit und kann vielleicht auch ihre Erfahrungen weitergeben? Also das ist ein Thema, welche Technologie und neben der Technologie natürlich auch die Art und Weise, wie wir diese Technologie bedienen können. Und das die Frage dürfen wir uns durchaus stellen. Und natürlich ist da jeder Einzelne auch gefragt, Experimentierfreudigkeit an den Tag zu legen und zu schauen, wie bringt uns dieses oder jenes Szenario weiter? Können wir das wirksam nutzen für uns? Ein Punkt, der mir immer und immer wieder auffällt und ein Bedürfnis, was wir als soziale Wesen natürlich haben, ist uns auch mal spontan zu treffen. Und dann mag die Frage erlaubt sein, gibt es denn auch in den hybriden Arbeitsszenarien die Möglichkeit, sich spontan zu treffen? Und die Antwort ist ganz klar, natürlich gibt es die. Da gibt es hier im virtuellen Raum Kaffeeecken, wo wir mit unseren Avataren uns Kaffeetisch zusammensetzen können und über die verschiedensten Themen sprechen können. Das gibt es im Digitalen neben einem Videokonferenzsystem. Ein Tool, was wir dort immer nutzen, ist WonderMe, um sich dort auch in kleinen Zirkeln, in kleinen Kreisen zu treffen und ganz spontan einfach mal in die digitale Kaffeeecke zu schauen und sehen, oh, da ist ja gerade der Meier oder wer auch immer. Und mit dem habe ich mich schon ganz lange nicht mehr zusammengesetzt. Also treffen wir uns mal kurz und setzen uns zusammen und sprechen über das ein oder andere Thema. Natürlich im physischen, im Office, die Kaffeeküche, die unten die Cafeteria, ein Ort, um sich spontan mal zu treffen. Und diese spontane über
die verschiedenen Arbeitsplatz, hybriden Arbeitsplatz und Arbeitsszenarien hinweg zu ermöglichen, denke ich, auch eine Frage, die man sich durchaus stellen sollte und die verschiedenen Möglichkeiten dort vielleicht auch noch ein bisschen wirksamer machen. Ein Punkt, den man vielleicht gar nicht vermuten könnte im Thema hybride Arbeitsszenarien ist, wie werden in der Organisation gute Entscheidungen getroffen? Viele Organisationen, die ich begleiten darf, die ich erleben darf, und weise, wie sie Entscheidungen treffen, aber in der Art, dass wirklich wirksame, gute Entscheidungen getroffen werden. Das muss nicht immer der oder die Vorgesetzte auf einer bestimmten Position sein. Man kann sich auch in der Organisation verständigen, dass zu bestimmten Themen, zu bestimmten Situationen Entscheidungen mal von einer Person getroffen werden, die vielleicht dort Erfahrung hat und die Entscheidung gut treffen kann. Oder vom Team getroffen werden. Oder vielleicht von einem Gremium getroffen werden. Also die Art und Weise, wie in der Organisation gute Entscheidungen getroffen werden, die kann sich durchaus auf mehrere Möglichkeiten verteilen. Und diese Möglichkeiten mal durchzusprechen, gerade im Hinblick auch auf hybride Arbeitsszenarien, halte ich für eine sehr wichtige und wirksame Frage. Weil wenn man weiß, welche Themen in welcher Art und Weise entschieden werden, dann spielt in dem Moment der Ort keine so große Rolle mehr. Wenn nur der Chef entscheidet und nur dann entscheidet, wenn ich eine halbe Stunde bei ihm oder bei ihr im Büro sitze, dann ist dieses Entscheidungsverfahren vielleicht nicht in einem hybriden Arbeitsplatz als Szenario die wirksamste. Und diese Frage darf man sich, wenn man sich Gedanken zu dem Arbeitsmodell, dem Arbeitsplatz, dem Arbeitsortmodell macht, durchaus auch stellen, wie werden in Ihren, euren, unserer Organisation denn gute Entscheidungen getroffen? Ein weiteres Element, das vielleicht eine wirksame Frage darstellt, sind die eigenen Motivatoren. Wir persönlich haben unterschiedliche Motivatoren, die uns triggern, die uns dabei helfen, eigene Entscheidungen zu treffen, eine bestimmte Disziplin, sich mehr zu engagieren in anderen, weil das nicht ein Motivator ist, vielleicht weniger zu engagieren. Einer meiner großen Motivatoren ist zum Beispiel Freiheit, Kreativität. Da bin ich immer hoch motiviert. Ein eher weniger Moderator ist sehr, der Motivator ist sehr strukturiert, runterarbeiten. Also die Steuererklärung ist für mich eher ein Albtraum. Und diese Motivatoren zu kennen, ist, glaube ich, eine ganz, ganz wirksame Frage. Und ich denke, wenn man sich auch gemeinsam überlegt, wie verändern sich diese Motivatoren in verschiedenen hybriden Arbeitsszenarien, könnte eine sehr wirksame Hilfe und Unterstützung sein, sich über diese hybriden Arbeitsszenarien Gedanken zu machen. Wenn der eine Motivator extrem runterfällt, weil jemand allein im Homeoffice sitzt und dort eingeschränkter in seiner sozialen oder ihrer sozialen Interaktion ist, dann kann man das in seine Überlegungen mit einbeziehen. Wenn jemand zu Hause total genial wirksam Sachen runter und abarbeitet, weil sie dort Ruhe hat und endlich mal nicht von irgendwelchen E-Mails, Kaffeetrinkern, sonstigen gestört wird, dann ist das ein Motivator. Und diesen Motivator zu kennen und auch natürlich die Veränderungen in den verschiedenen Szenarien zu kennen, kann dort ein ganz wirksames Mittel sein im Zusammenspiel der verschiedenen hybriden Arbeitsszenarien und auch in dem, was dort entstehen kann und wie man die ganze Organisation, das ganze Unternehmen dann in der Summe wirksamer gestalten kann. Ein weiterer Aspekt oder eine Frage, die durchaus oft irritiert, wenn ich sie bei uns in unseren
in unseren Projekten, in unseren Workshops stelle, ist die Frage, wie schaffen wir es, den für uns richtigen Weg zu finden? Die Hauptaussage heißt für uns. Und denn gerade wenn man sich Gedanken über hybride Arbeitsmodelle macht, dann gibt es dort keine Best Practice. Wir wissen ja gar nicht, was passiert, wenn wir jetzt die Belegschaft nach dieser Phase der Pandemie wieder ins Office holen. Wir wissen noch gar nicht, haben wir genügend große Räume, um dort Treffen veranstalten zu können, die auch vielleicht den Abstandsregeln dienen. Wir wissen noch gar nicht, wie es den Menschen denn geht, wenn die jetzt wieder zurückkommen, wie sich die Motivatoren verändert. Also wir haben überhaupt noch kein Wissen darüber und damit auch keine Planbarkeit darüber, wie die Zukunft aussieht und wie sich die Zukunft verändert, wenn wir jetzt verschiedene Arbeitsmodelle, Arbeitsplatz, Arbeitsortmodelle in der Organisation etablieren. Und deswegen ist die Frage eine wichtige, die für sich, für die eigene Organisation richtige Art und Weise zu finden, ein hybrides Modell zu entwickeln. Das ist, denke ich, eine ganz wichtige und ganz wirksame Frage. Und wenn man das für sich richtig entwickelt hat und die Frage verbunden mit der Frage 1, mit dem Modell, das man dann ausprobiert, vielleicht mal ein Experiment dazu startet, ein Pilotprojekt dazu startet und sieht, da entsteht Leistung, kann man sagen, oh ja, jetzt könnte das ein für uns, für unseren Kontext ein wirksames Modell sein. Und finale Frage, die passt zur vorherigen natürlich total dazu, ist, wie können wir Kontextkompetenz sicherstellen? Das ist vielleicht im ersten Moment ein sperriger Begriff, Kontextkompetenz. Dadurch, dass allerdings unsere Welt sich extrem dynamisch verhält, kann die eine Entscheidung in einem Kontext Wirksamkeit blockieren, im anderen Kontext die Wirksamkeit und die wertschöpfende Leistung befeuern und nach vorne tragen. Deswegen ist es heutzutage so extrem wichtig, dass wir als Mitarbeitende Kontextkompetenz entwickeln, also ein Gefühl dafür entwickeln, in welchem Kontext welche Aktivität, welche Entscheidung denn wirksamer ist. Und das ist nicht trivial, insbesondere, weil man mit Unsicherheit umgehen muss, weil wir mit Überraschungen jederzeit in einem komplexen Szenario rechnen können und mit diesen Überraschungen wertschöpfend und wirksam umgehen wollen. Und eins der Elemente, was dazu passt, das ist einfach die Kontextkompetenz. Also habe ich Kompetenz in einem bestimmten Kontext, die richtige, die wirksame Aktivität zu starten, auch wenn ich erst im Nachgang dazu weiß, ob diese Aktivität, diese Entscheidung wirksam werden kann. Das weiß ich ja vorher noch gar nicht. Also dieses Gefühl dafür zu entwickeln, mal sich zu entscheiden, mal zu starten, etwas auszuprobieren und hinterher zu schauen, ist das etwas, was wirksam in diesem Kontext war und ist, das ist die Kontextkompetenz, die Vernetzung mit zu betrachten, die verschiedenen Verbindungen mit zu betrachten, die jederzeit aufkommenden Überraschungen mitdenken. Das geht in Richtung der Kontextkompetenz und ich halte es auch für eine sehr wichtige Frage, gerade wenn man sich um das Thema verschiedene hybride Arbeitsszenarien kümmert. Ja, das war es soweit, die 9. Frage. Gar nicht so einfach, ganz viele unterschiedliche Fragen, die es hier gibt, die in ganz unterschiedliche Bereiche hineinwirken. Ihr merkt auch, dass das nicht ein Abteilungsding ist, so du kümmerst dich jetzt hier um die hybriden Arbeitsszenarien, sondern das ist etwas, was natürlich die Organisation umfasst, umschließt, was die Mitarbeiter involviert und wo wir mit ganz verschiedenen Ideen agieren können, immer in Bezug auf stellen wir dort mit sicher, dass das Wertschöpfen der Leistung im Markt bei den Kunden generiert wird. Das war's soweit. Ich hoffe, Sie konnten das ein oder andere mitnehmen. Ich freue mich, vielleicht sehen wir uns in ein oder anderen virtuellen Session.
vielleicht auch in einer digitalen Session oder vielleicht auch vor Ort richtig physisch. Da bin ich etwas kräftiger als mein Avatar hier. Aber ich denke mal genauso kommunikativ mit genauso vielen verrückten Ideen, was jetzt hier, wie Sie es jetzt hier vielleicht kurz gehört haben, kurzen Impulsen dargestellt bekommen haben. Würde mich freuen, wenn wir uns sehen und bis dahin, danke euch, danke Ihnen. Tschüss.